Vierte, da hat er enorm für das gearbeitet, was der Schönberg so groß an ihm fand, nämlich ein Minimum an Material, ein Maximum an Kraft verarbeitet. Es ist eigentlich, dass die Thematik in der vierten ist sehr gefasst, sehr kurz, ja, einfach zeitlich sehr kurz. Und, aber diese motivische Arbeit, die er hat in der vierten, und die kontrapunktische Arbeit, die er hat in der vierten, die ist neu. Die ist neu und da hat er sehr gearbeitet dafür. Die Wiener haben damals gesungen, es fällt ihm wieder und so weiter. Mal nichts ein, gell? Bitte. Eins, zwei. Es fällt ihm wieder mal nichts ein. Ja, gut, das waren die Hugo Wolf-Leute, ja, die das gesagt haben. Aber die anderen haben sie. Aber wir brauchen eine halbe Note. Ein bisschen länger, gell? Vorher ein bisschen Vibrato. Vor der Note. Vorher ja. Nicht nachher. Und los geht's. Ein. So schön. Der verzögert sich so leicht, der Auftakt. Und. Nein, ja. Es ist alles zu laut ein bisschen und wir müssen Obacht geben, da wo keine Gabel ist, dass wir auch wirklich keine spielen. Gell? Bitte. Eins, zwei. Und wieder. Ist die Gabel wichtig? Hört man fast immer so. Ich hab gerne, wenn wir den Auftakt wirklich mit ein bisschen mehr Vibrato geben und dann ein Viertel spielen. Das ist nicht Didam, Didam heißt, sondern Didam, Didam, Didam. Ja. Wenn Sie mal wirklich auf das Zentrum der Musik gehen, dann gibt es gar nicht so viele Werke, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind, die uns heute wirklich noch sehr viel sagen. Und dazu gehört Brahms. Also wir haben die Problematik, dass wir sehr viel Musik quantitativ haben und dass wir auch irgendwo den Mut nicht haben, einige Bilder von der Wand zu nehmen. Ja? Und im Gegenteil, immer weiter hineinsteigen, noch ein Gedicht aus der Vergangenheit, statt selber neue zu machen. Nicht? Da ist schon ein Problem. Aber Brahms ist etwas, was eigentlich, wie soll man mal sagen, indispensable, das ist eine unverzichtbare Musik. Wenn sie da ist, muss sie gemacht werden. Wenn Mozart da ist, muss es gemacht werden. Wenn Beethoven da ist, muss man es machen, sich damit auseinandersetzen. Aber es gibt ja auch sehr viel andere Musik, die man heute ausgräbt und dann noch eine Oper. Und da bin ich, also manchmal habe ich da meine Probleme mit, weil ich eigentlich finde, Musik und überhaupt Kunst sollte man nur dann machen, wenn man weiß, dass sie für die Gegenwart nicht nur Vergangenheitsbezogenheit herstellt, sondern auch Zukunftsbezogenheit herstellt. Und da gibt es sehr viel im 19. Jahrhundert, was man auch von großen Komponisten nicht mehr spielen muss unbedingt. Und deswegen bin ich auch gegen diese totalen Komplettierungen, die so von der Schallplattenwelt aufgezogen werden, das Gesamtwerk von. Nicht? Das ist nicht so. Es gibt auch schlechte Stücke bei Mozart. Muss man nicht mehr spielen. Eins, zwei. Ist noch Piano? Jetzt Pforte!
Geh mal ganz schön diese, nur die Bläser und mit den Hörnern zusammen dort. Das ist 50, 51, 53. Nur wegen Intonation hier auf der Bühne. Und tü. Ja. Jetzt brauche ich noch ein bisschen von Ihnen genauer das Fistatim. Einmal noch mit 1, 2, 1 und. Jetzt hier das. Okay. Fein. Ich jedenfalls versuche dem Orchester ein bisschen den Weg zu weisen, wie ich das verstehe. Und der ist eben. Wenn Poco steht, sollte Poco gemacht werden. Und wenn Molto steht, sollte Molto gemacht werden. Und gewisse Dinge wie Calando ist zum Beispiel eine Bezeichnung, wo fast alle Orchester langsam werden. Und Calando ist klassisch gesehen, heißt es eben nicht langsam werden, sondern es heißt eigentlich also untergehen, verschwinden. Es hat mit Tempo gar nichts zu tun. Wird dann später in der Romantik plötzlich tempomäßig umgesetzt. Da muss man aufpassen, bei Brahms weniger als bei anderen. Ja, da muss man aufpassen. Und das ist eine Frage, dass einer sich damit auseinandersetzt. Das hat nichts damit zu tun, dass man, wie soll man sagen, dagegen den Strich bürstet, sondern man versucht eigentlich nur wieder dahin zu gehen, wo es mal herkam, als geistiger Impuls. Der muss aber heute anders aussehen, als am Ende des 19. Jahrhunderts. Sie küssen sich heute auch anders, bin überzeugt. Okay, 6. Ja. Ich höre zu viel. Bam, padi, dam, padi, dam, 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 padi, dam. Ja, bitteschön. Und. Mal die Farbe rausholen da. 105 und. Jetzt geh hinein. Das machen wir nochmal. Danke. Pauken, Trombonen und all das bei Brahms, eigentlich immer düster. Ja? Es gibt auch selbst in der Dedo-Symphonie eigentlich keine brillanten Trombonen. Er ist oft gefragt worden, warum benutzt er die Trombonen? Hat er immer gesagt, eigentlich, weil ich ein depressiver Mensch bin. Ja? Ist im Grunde genommen, es ist davon, ich muss immer. Das ist die depressive Seite. Wie am Anfang der dritten, wo er eben von Dur in den Verminderten in Moll geht. Das sind alles, der war wirklich sehr verschieden, hat sehr viel Depressives in sich auch. Das muss so sein. In Brahms war von Anfang an klar, man hat sehr, sehr früh entdeckt, dass das ein ganz ungewöhnliches Talent war. Und seine Bindungen, die er hatte, waren ja sehr norddeutsch. Er war ja wirklich ein viel norddeutscherer Komponist, als die Leute im Allgemeinen sehen. Er wird so nach Wien geschoben. Er hat Hamburg und Norddeutschland nie vergessen. Auch nie, ein reiner Wiener kann solche Musik nicht schreiben. Das ist ganz ausgeschlossen. Nicht? Und Brahms hat sich nur hier in Hamburg ein paar Mal beworben und haben sie ihn nicht genommen. Nur, ja, das war die hamburgische Lösung. Nice.
Piano, Piano. Bom, ding, dong, bom, bom. Antwort, bom, 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 bom. Schön intonieren. Ich finde, in der großen Klassik, in der großen Romantik ist so viel für unsere Zeit noch vorhanden. Es sind ja 150 Jahre oder 100 Jahre, ist ja nicht so wahnsinnig viel. Nicht? Und es ist leichter für den Menschen vielleicht in der Literatur, in der Malerei, wieder für mein Gefühl manchmal schwerer, aber wenn man viel versteht davon, auch dort vorhanden. Ich gehe lieber in heutige Kunst, in der Malerei. Ja? Interessiert mich mehr. Aber ich verstehe nichts davon. Nicht? Ich mag das einfach besser, mich interessiert es mehr. Aber in der Musik, wo ich ein bisschen mehr verstehe, gibt es eben eigentlich nicht diese Taktstriche des 19. oder des 20., 21. Jahrhunderts so sehr, sondern das ist eine Kontinuität von großer Qualität. Und wir sollten uns an die große Qualität in der Vergangenheit, die wir jetzt besser beurteilen können als die Gegenwart, halten und sollten dadurch mehr Raum schaffen für Gegenwart, auch wenn wir sie noch nicht total beurteilen können.